Dann, Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala Rasulullah, machen wir weiter. Ich möchte aber noch ein letztes Wort verlieren in Bezug auf das Thema, was wir gerade eben besprochen haben. Und zwar, es ist eine Tatsache, dass es im Islam, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, dass es verschiedene Richtungen angefangen hat zu geben. Manche folgen das und manche machen das. Also die Leute sind von der Sunna viele abgewichen. Nicht von den Sahaba, radiallahu anhum, sondern von den Leuten, die danach aufgetaucht sind. Und meine dringende Empfehlung ist aber an jeden von uns, dass man sich nicht beschäftigt mit diesen Gruppen, sondern dass man sich beschäftigt mit der Sunna. Denn viele Leute sind verlockt dadurch, dass sie sich beschäftigen mit verschiedenen Richtungen im Islam, verschiedene Sekten. Gucken, was glauben die, was machen die, welche Bid'a haben sie, wie antwortet man diese Bid'a, wie antwortet man jeder Bid'a und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, liebe Geschwister, sie beschäftigen sich nicht mit der Sunna von des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich glaube, du musst innen was machen. Im Endeffekt, sie beschäftigen sich nicht mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern beschäftigen sich mit den verschiedenen Richtungen. Und diese Sache hört nicht auf. Denn die Sunna ist eine. Die Richtungen sind Allahu a'lam wie viele. Allahu a'lam wie viele es bis zum nächsten Tag sein wird. Möchtest du dich in jeder Gruppe auskennen? Das macht keinen Sinn. Auskennen musst du dich in der Sunna und dann weißt du automatisch, jeder, der der Sunna widerspricht, ist eben nicht auf dem Weg der Sunna. Ja? Aber wenn du jede Sekte lernst und so, dann mit Effekt. Manche Leute zum Beispiel, sie unterhalten sich bei, wenn es um Islam und Christentum geht, sie kennen sich über das Christentum sehr gut dann aus. Ja? Und sie wissen in der Bibel, was wo steht, um zu argumentieren. Das ist alles schön und gut, aber nicht auf Kosten der eigenen Religion. Also nicht auf Kosten der eigenen Zeit, die du in deine Religion zu investieren hast. Ja? Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde zornig, als er gesehen hatte, dass manche sich mit den Schriften der Kuffar beschäftigen, obwohl der Koran unter ihnen vorhanden ist. Als würde man sagen, uns reicht der Koran nicht aus. Oder als würde man sagen, ich weiß schon alles darüber, ich kann jetzt auch mal woanders lesen. Ja? Und das ist natürlich, stimmt nicht. Ja. Liebe Geschwister, wir sind immer noch in der Phase von Mekka, logischerweise, wenn wir noch ein bisschen leiden. Und nachdem die Da'wah angefangen hat, nachdem die Leute angefangen haben, die Da'wah offen, öffentlich zu machen, öffentlich zum Islam einzuladen und auch die Leute und auch den eigenen Islam nach außen hin zu tragen, wurde natürlich der Druck immer stärker. Und der Druck wurde so stark, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet gesprochen hat. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam: O Allah, hilf mir gegen sie durch Hungerjahre, genauso wie zur Zeit von Yusuf, 7 Jahre. Und ihr wisst vielleicht in der Geschichte von Yusuf a.s. im Koran, wie das war. Er sah einen Traum, ja, und da interpretiert das als, dass da 7 schwere Jahre auf die Leute in Ägypten zukommen werden, in der sie hungern werden. Und das ist auch eingetroffen, tatsächlich. Und deswegen haben sie sich auch darauf vorbereiten können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Bittgebet gesprochen gegen seine Leute. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Bittgebet erhört, sodass die Leute nichts mehr zu essen hatten. Und dass sie teilweise sogar die Haut von toten Tieren gegessen haben, weil sie nichts anderes mehr gefunden haben. Und das hat sie so in den Wahnsinn getrieben, dass sie die toten Tiere gegessen haben, ihre Häute, und dass sie vor lauter Hunger und Qual sich eingebildet haben, als wäre über sie und zwischen ihnen und dem Himmel überall Rauch und Dampf. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Ereignis im Koran festgehalten, in Surat Ad-Dukhan, der Rauch, in dem es heißt: So erwartet den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen bedecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe. Und sie werden sagen: Unser Herr, رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Unser Herr, nimm die Strafe von uns weg, denn jetzt sind wir gläubig. Das ist, وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache im Koran festgehalten, und Abu Sufyan
Und andere waren diejenigen, die gesagt haben, oh unser Herr, nimm die Strafe von uns weg, denn wir sind jetzt Gläubige. Und das ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran laut gelesen hat, dann haben die Leute sich lustig gemacht über die Lesung des Koran. Und deswegen wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angeordnet, nicht so laut zu lesen. Und Allah sagte, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Das heißt, lies nicht zu laut beim Gebet und lies auch nicht zu leise, sondern such einen Mittelweg dazwischen. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt in Surat al-Isra, Sura 17, Vers 110. Und auch Abu Jahl machte sich lustig über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und er fragte bestimmte Leute, die bei ihm waren, sagte zu ihnen, sag mal, wühlt Muhammad sein Gesicht auch bei euch so im Sand? Und er meinte damit natürlich, er hat sich lustig gemacht über den Sujud. Und der Sujud ist natürlich eine, das ist die edelste Stellung des Gebetes. Denn der Mensch macht sein edelstes Körperteil, und das ist sein Gesicht, auf dem Boden und erniedrigt sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es auch angebracht, in diesem Moment zu sagen, Subhana Rabbi al-A'la, gepriesen sei Allah, mein Herr, der Höchste, weil Allah subhanahu wa ta'ala ganz oben ist. Und man hat sich jetzt ganz unten auf den Boden gelegt. Ja? Und diejenigen, die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht oben, das heißt, sie würden sagen, als wäre der Dua Quatsch. Dua macht überhaupt keinen Sinn bei denen da. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, natürlich hat sich Abu Jahl über ihn lustig gemacht, dadurch, dass er ihm gesagt hat, wühlt er sein, macht er seinen Kopf auch immer bei euch so in den Dreck oder in den Sand. Und dann sagten sie zu ihm, ja, macht er. Und dann sagte der Prophet, dann sagte Abu Jahl, ich schwöre bei Allat und Al-Uzza, das sind zwei Götter, falsche Götter, wa'iyadhu billah. Er sagt, ich schwöre bei Allat und Al-Uzza, wenn ich ihn sehe, dass er das bei mir macht, dann werde ich ganz sicher mit meinem Fuß auf seinen Nacken treten, auf seinen Hals treten, und dann werde ich sein Gesicht in den Boden weiter reindrücken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist es dann passiert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einmal gebetet hat. Und Abu Jahl hat das beobachtet und hat sich jetzt gesagt, jetzt mache ich das, was ich vorgehabt habe. Und Abu Jahl ist dann auf ihn zugegangen, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Leute haben das von beobachtet, das heißt die Leute, die so gleichgesinnt sind, verrückt sind, so wie er. Und dann haben sie gesehen, er läuft hin und plötzlich bekommt er Angst, Abu Jahl, und macht so, erschrocken, und läuft rückwärts zu seinen Leuten zurück. Und man konnte in seinem Gesicht erkennen, was für einen Schock er gehabt haben muss. Und die Leute fragten ihn, was ist mit dir passiert? Du wolltest doch zu ihm hingehen und deinen Fuß auf seinen Kopf machen und ihn in den Sand drücken. Und dann sagt er, habt ihr nicht gesehen, was ich gesehen habe? Sagten sie, nein, was hast du gesehen? Gar nichts. Sie haben nur gesehen, wie du hingehst und du gehst wieder rückwärts zurück, so als hättest du Angst gehabt. Hat er gesagt, ich schwöre, ich habe gesehen, zwischen mir und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da war ein Graben und dieser Graben war Feuer. Und da habe ich etwas gesehen, das mir Angst gemacht hat, und Flügel habe ich flattern sehen. Das war's. Und das war nichts anderes, als dass er Engel gesehen hat, die, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, oder er sagte über sie, er sagte selbst, das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass wenn er noch einen Schritt weiter gegangen wäre, dann hätten die Engel ihn weggerafft. Hätten die Engel ihn weggenommen und ihn zerstört und vernichtet. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn jemand etwas sieht, dass etwas Besonderes ist, wie so etwas, dann ist er noch lang kein Wali. Kann sein, dass genau das Gegenteil. Guck mal, was er hier gesehen hat. Der hat gesehen Engel. Aber was war das? Das war ein Beweis dafür, dass er, wa'iyadhu billah, beinahe in die Hölle gekommen wäre. Beinahe wäre sein Leben zu Ende gewesen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam geschützt vor diesem Unmensch. Ja. Und diese Sache ist überliefert worden in Sahih Muslim. Ja? Der Prophet sagte, لَوْ دَنَا مِنِّي لَخْتَفَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا. Das heißt, wenn er noch näher zu mir rangegangen wäre, dann hätten die Engel ihn Glied um Glied dahin gerafft. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Ereignis, liebe Geschwister, im Koran festgehalten
in Surat Al-Alaq. In Surat Al-Alaq, in dem er sagte, Kalla innal insana la yatgha. Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna, dass er von sich selbst meint, unbedürftig zu sein. Inna ila rabbika ar-ruj'a, wahrlich, die Rückkehr ist zu deinem Herrn. Ara'aita alladhi yanha, siehst du nicht denjenigen oder hast du nicht nachgedacht über denjenigen, der abhält, abdan idha salla, einen Diener, wenn er betet, und es ist gemeint, Abu Jahl, der versucht hat, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abzuhalten, wenn er betet. Ara'aita in kana ala al-huda, siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt, au amara bit taqwa, oder die Gottesfurcht gebietet, ara'aita in kazzaba wa tawalla, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abwendet. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sache im Koran festgeschrieben, sodass es gelesen wird bis an den jüngsten Tag, und Allah subhanahu wa ta'ala hat über ihn sozusagen den Stempel gesetzt, dass er in die Hölle gehen wird. Warum? Denn die Ayat geht nämlich noch weiter, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat daraufhin zu Abu Jahl gesagt, habe ich dir nicht gesagt, du sollst das nicht machen? Habe ich dir nicht verboten, das zu tun? Habe ich dir nicht gesagt, tu das nicht, mich stören beim Gebet, mich hindern an der Da'wah? Und dann sagte Abu Jahl nur zu ihm, O Muhammad, du weißt ganz genau, dass in diesem Gebiet, wo wir uns hier befinden, gibt es niemanden, der mehr Anhänger hat als ich. Du wirst ihm drohen. Wenn du mir irgendwas tust, ich werde meine Leute, meine Genossen rufen, Genossen sagt man, ja, ich werde meine Genossen rufen, und dann werden wir gegen dich vorgehen, also seh dich vor. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Ayah abgesandt. Allah sagte, فَلْيَدْعُوا نَادِيَا. Das heißt, Allah sagte, er soll ruhig seine Genossen rufen. سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَا. Dann werden wir die Höllenwächter rufen. Deswegen, egal wie mächtig du bist in diesem Leben, und egal wie viel Anhängerschaft du hast in diesem Leben, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, du kannst diese Anhängerschaft alle zu dir rufen, und Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Leute rufen, und da wirst du sehen, wer wirklich die Macht hat. Und wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Hand ist alle Macht. Urwa ibn Zubayr, einer der Tabi'un, das heißt die Generation nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, er fragte Abdullah ibn Amr ibn al-As, ein Sahabi, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Er fragte ihn, sag mir etwas, was ist das Schlimmste, was du erlebt hast damals? Weil die wollten auch die Sira kennen. Ich meine, du bist mit einem Freund des Propheten zusammen und du möchtest wissen, wie war das damals, was da passiert. Und er sagte zu ihm, erzähl mir das schlimmste Ereignis, was dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerfahren ist. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete im Hof der Kaaba. Das heißt, im inneren Bereich, der offene Bereich der Kaaba, also ich meine, im offenen Bereich der heiligen Moschee, da wo die Kaaba ist. Und er war dort am Beten, und dann kam dann plötzlich Uqba ibn Abi Mu'ayt, sagen wir einfach mal Uqba zur Abkürzung, da kam Uqba von hinten zu ihm und packte ihm an den Schulter, an den Schultern, und legte sein Kleid um seinen Hals, um den Hals des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und fing an, ihn zu erdrücken und zu würgen. Und er wollte ihn einfach ersticken lassen. Und er hat so lange gedrückt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte sich nicht wehren. Und in dem Moment kam dann Abu Bakr radiallahu anhu von hinten und hat den Uqba an den Schultern gepackt und ihn, den Propheten sallallahu alaihi wasallam sozusagen davor gerettet, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und dann sagte Abu Bakr radiallahu anhu nichts anderes als, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Wollt ihr etwa einen Menschen töten, der sagt, mein Herr ist Allah, und wo er doch zu euch mit den klaren Beweisen gekommen ist? Und das ist übrigens das Gleiche, was Allah im Koran sagte in Surat Ghafir oder Surat Al-Mu'min über einen gläubigen Mann unter dem Volk von Pharaon, der auch gesagt hat, das Gleiche. Wollt ihr etwa Musa töten,
der, also wollte sie etwa einen Menschen töten,